Liebe Freunde meiner Gedichtvorlesungen hier auf YouTube, heute möchte ich Ihnen den Aargauer Schriftsteller Klaus Merz vorstellen. Klaus Merz ist eine klare Stimme vom Dichterhimmel. Mir gefallen seine einfachen und doch so einfühlsamen Gedichte. Ich möchte hier noch aus seiner Vita kurz vorlesen. Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm, Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem Gottfried Keller Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der Schweizerischen Schillerstiftung 2005. Klaus Merz gibt viele seiner Bücher, vor allem seine neueren, im Heimon Verlag von Innsbruck heraus. Und ich möchte hier einige seiner Gedichte vorlesen. Vorbeugung. Fliegengeschwader sind in der Luft. Im Quartier probt die Feuerwehr einen Brand. Nie stecken wir Kerzen an für unsere Toten. Wir machen nur Licht für die Lebenden. Und die Fliegenklappe bleibt an der Wand. Strategie. Das Tapetenmuster des Traumes, Blattwerk lanzettlich und dann der erneute Versuch, den Tag mit Gelächter zu bezwingen oder die Nacht abwarten, sitzend auf den Hinterläufen. Rom. Beim Erwachen fällt dein erster Blick auf den eigenen Marmorarm. Beim Händewaschen, den Spiegel selbst trifft keine Erkenntnis, sonst wäre er blind. Soweit einige Eindrücke aus dem Gedichtbuch Aus dem Staub von Klaus Merz. Aus dem Staub, Heimon Verlag Innsbruck. Ich schaue noch auf das Publikationsjahr. Das ist das Jahr 2010. Danke vielmals.